Ey, ich verstehe das aber auch nicht, dass es so oft, dass ich so oft Connection-Probleme habe. Das ist echt seltsam. Der ganze Baum verschwindet. Nein, ich bin Holzfäller. Nein, ich wollte doch Skorpion sein. Heute geht alles schief. Nein, heute geht alles schief. Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur 13. Folge der Minecraft Ender Games. Und heute spielen wir das Kit Skorpion. Der Skorpion gibt seinen Gegnern durch Schlagen einen kurzzeitigen Gifteffekt. Und. Oh, Scheiße, ich wollte den Angler nicht. Ich wollte den Skorpion. Ich hab aber den Skorpion, glaube ich. Ich habe ja. Ja, ich habe. Okay, wir spielen das Kit Beach. Ich war direkt hier wieder verplant. Wie immer, läuft bei mir. Und, ich habe gestern erzählt, ich erzähle euch, warum ich vom 17.03. bis zum 21.03. in Hamburg bin. Und das erzähle ich euch auch in dieser Folge. Und das hat einen bestimmten Grund. Den habe ich schon mal in einem Video von Hero angesprochen. Manche von euch erinnern sich vielleicht. Es geht um ein Praktikum. Es geht um ein Praktikum. Denn Rocket hat mich eingeladen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht. Es gab früher mal im Fernsehen so eine Sendung, die hieß Rande Pocher. Und da wurde Oliver Pocher mal zu so allen möglichen so Jobs eingeladen und hatte halt aus Spaß da halt so. So. Oh Gott, kein Eisen bekommen. Hey, ich hab's mir weggeklaut. Oh Gott, jetzt bin ich hier runtergefallen. Überall aus Spaß halt so mal gearbeitet, mal im Kindergarten, mal dort, mal dort. Es wurde halt gefilmt und so. Und so ähnlich mache ich das auch bei Rocket. Also ich werde jeden Bereich, den die da halt haben, also Social Media, ja, Modellierung von Mäusen, Tastaturen, Planung, Beta-Testen von irgendwelchen, von Hardware und so weiter und so fort, werde ich da als Praktikant in dem Sinne durchlaufen. Also ich werde alle ihre Bereiche so kennenlernen. Erstmal, weil ich mich das sehr, sehr interessiert und zweitens halt auch, weil die mich eingeladen haben, worüber ich mich sehr freue. Und ja, das ist eine Woche lang wird das sein. Von Montags bis Freitags bin ich dann im Rocket Hauptquartier und werde halt auch jeden Tag filmen. Und deswegen wollte ich euch auch nochmal fragen, wie ihr es möchtet. Soll ich diese Filme, also ich werde dann jeden Tag so ein Tagebuch machen davon, wie es halt so ist. Soll ich diese Filme dann als zweites Video auf ungespielt machen und zusätzlich noch kleine Sachen auf ungefilmt? Oder soll ich die Videos komplett auf ungefilmt machen? Das weiß ich. Oh Gott, jetzt ist schon die Schutzzeit vorbei. Ich könnte jetzt jederzeit sterben. Aber ich bin noch nicht tot. So, wir sind Skorpion, wir können alle vergiften, das ist gut. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und los geht's. Vergiften wir. Ja, also ob ich die wirklich auf ungespielt hochladen soll oder auf ungefilmt. Oh, da ist ein Bomber in der Nähe. Zwölf Blöcke. Da unten ist er. Oh, da habe ich aus Versehen jemanden totgeboxt. Da hinten sind zwei Leute, die im Wasser kämpfen. Ich glaube, die hole ich mir jetzt. Das war richtig geil. Habt ihr das gesehen? Das habt ihr bestimmt gesehen, weil ich hoffe, das Video, ja. Falls ihr es gerade nicht gesehen habt, spult zurück und schaut es euch an. Habe ich Pfeile? Jetzt habe ich Pfeile. Sehr gut. Wo ist unser nächster Feind? 71 Block in die Richtung. Ja, egal, wir holen uns erstmal jetzt. Wir machen erstmal ganz gemütlich. Auf jeden Fall werde ich auch bei Rocket dann meine Videos aufnehmen. Das heißt, wenn ich bis dahin noch die Endergames, ja, wird wahrscheinlich noch laufen, die Endergames-Serie, weil ich bin da noch nicht durch. Ich muss ja noch über 10 Kits machen. Werde ich auch bei Rocket dann aufnehmen. Das heißt, ich kriege bei Rocket halt einen PC hingestellt, werde meine ganzen Programme drauf installieren, die ich brauche, werde meine Facecams und Kram mitnehmen, das heißt, was ich halt brauche, und werde dann halt von Rocket aus meine Videos aufnehmen. Die Frage ist halt nur, sollen noch Real-Life-Videos kommen von den Tagen, weil es ist halt was Besonderes, so, ne? Oder nicht? Das ist die große. Oh, ich hätte eine Goldhose und Eisenbrust machen sollen, lieber. Manchmal einfach nur verplant. Habe ich schon einen Helm? Alles okay. Ich habe aber kein Essen. Da ist eine Kuh. Ich brauche Essen. Zack, ist eine Kuh. Ja, und das ist echt eine coole Sache für mich. Also, wie viele von euch vielleicht schon wissen, weil ich schon öfters erzählt habe, würde ich halt gerne später in dem Bereich Gaming arbeiten. Also in so einem, halt im Bereich Gaming und halt in der. Also in dem Ganzen, was damit zu tun hat, also zum Beispiel sowas wie Rocket oder in so einer redaktionellen Sache oder halt, ja, so in der Richtung halt was, ne? Und ich bin halt,
YouTube ist halt, wie ich immer sage, mein größtes Hobby und es wird auch immer mein Hobby bleiben, ich werde es auch immer weitermachen. Aber im Gegensatz zu anderen Leuten sehe ich YouTube halt nicht als meinen Beruf, weil ich mache YouTube halt einfach nur wirklich, weil es mir richtig viel Spaß macht. Dass man mit YouTube nebenbei Geld verdient, ist ja kein Geheimnis, natürlich. Ist auch eine coole Sache, aber ich bin in sowas, oh Gott, wurde ich geportet an den Rand der Arena. Ich bin in sowas halt mehr so der Mensch, der so ein bisschen auf Sicherheit geht. Das heißt, sowas gerade, so ein Praktikum bei Rocket ist halt eine super Chance, um auch mal bei sowas reinzuschauen und so und ja, um zu gucken, ob es mir gefällt. Und ich würde halt wirklich dieses Praktikum, was ich halt mache, gerne einfach dokumentieren. Und jetzt ist halt nur die Frage an euch, soll es auf ungespielt oder auf ungefilmt kommen? Ich werde wahrscheinlich mehr als ein Video am Tag davon machen. Also ich werde wahrscheinlich ein Hauptvideo machen, wie der Tag halt so ist. Zusätzlich kommen natürlich auch noch Let's Plays, keine Sorge. Es leckt. Nein. Nein, oh nein, entweder es leckt oder der Server ist abgeschmiert. Ach komm schon. Nicht im Ernst. Doch. Ich flieg raus. Ah, Netty Händler Timeout Read. Okay, Leute. Das ist immer geil. So, da sind wir wieder auf der Plattform. Es geht wieder von vorne los. Eigentlich würde ich sowas jetzt nicht mit ins Video nehmen, aber damit ihr mal seht, wie oft sowas einfach passiert in letzter Zeit. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich muss sau oft Spiele neu aufnehmen, aber ich werde das einfach jetzt mit reinnehmen, die erste Runde, weil ich auch viel erzählt habe und so. Ich werde jetzt einfach die Runde hier als Skorpion nochmal richtig die Leute wegbashen. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, halt, ja, dass ich halt davon jeden Tag halt ein so Tagesvideo machen soll, das vielleicht auf ungespielt kommt, weiß nicht. Und, zusätzlich halt nochmal solche kleinen Videos, die ich dann auf ungefilmt mache. Das wäre halt meine Idee. Ihr könnt halt schreiben, was ihr geil findet. Ja. Und das ist die Sache. Okay, wir werden jetzt eh geportet. So. Oh, da ist direkt. Das sind schon Leute. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Von den Firmenmeier, ey. Okay, sehr gut. Gucken wir noch ein bisschen weiter. Wir werden jetzt einfach mal als Skorpion alles vernichten, habe ich so gehört. Ja? Habe ich gehört. Und hier ist noch eine Kiste. Ja, wir haben auf jeden Fall eine gute Kistenausbeute, muss man einfach sagen. Und jetzt. Bam, 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 bam. Eine bestehende Verbindung wurde softwaregesteuert durch den Hostcomputer abgebrochen. Leute, ernsthaft? Egal. Ich lasse einfach mal drin, damit ihr seht. Boah, Alter. Das ist so schlimm. Okay, nächste Runde. Ey, ich verstehe das aber auch nicht, dass ich so oft Connection-Probleme habe. Das ist echt seltsam. Hä? Hä? Der ganze Baum verschwindet. Nein, ich bin Holzfäller. Nein, ich wollte doch Skorpion sein. Heute geht alles schief. Nein, heute geht alles schief. Und wir kommen zum vierten Anlauf. Ist zweimal jetzt meine Verbindung verloren gegangen. Da war ich einmal Holzfäller. Gut. Jetzt, Leute. Jetzt werde ich hier ganz schön böse. Und jetzt habe ich auch keine Barm mehr. Das, was ich erzählen wollte zu Rocket, habe ich erzählt. Ich werde jetzt einfach nur noch töten. Ich werde jetzt einfach nur noch töten. Und ich werde jetzt nur noch zerstoßen. Okay, Eisen, das reicht mir schon zum Leben. Ich hau jetzt direkt ab. So, ihr könnt mich alle mal gerne haben. Ja, ihr könnt mich alle mal gerne in den Arm nehmen. Ich bin nämlich traurig. Ja. So. Ich nehme einfach Holz. Boah, ohne Witz. Jetzt wird die Zerstoßerrunde. Ich werde einfach zerstoßen. Gut, wenn ihr zerstoßen werden wollt, sagt Bescheid. Ich zerstoße euch gerne. So, du wirst zerstoßen. Alle werden zerstoßen. Alle werden zerstoßen. Lava, Spinnennetze. Es wird jetzt einfach nur noch eine zerstoßende Zeit. 3 Sekunden nach, da habe ich keinen Bock auf den zu warten. Oh, Leute. Leute. Ich zerstoße nicht oft, ne? Aber wenn, dann richtig. Okay, unser lieber Freund hier. Oh, oh. Das wird unser liebster erster Freund. Der hat ein Steinschwert, das ist wahrscheinlich ein Jäger. Okay, er ist an einer Workbench und... Tut mir leid, aber dein Leben hat jetzt ein Ende. Er checkt das noch nicht. Und da ist er tot. Und der
möchte uns wohl provozieren, ne? Aber nicht, wenn ich einen Lava-Eimer dabei habe und der will noch ein Fall-Battle. Kann er auch gerne haben. Okay, du willst also ein Fall-Battle. Komm her, komm her. Haben wir direkt mal drei ausgeschaltet? Okay, jetzt rennst du, ne? Komm, rennen. Ja, komm. Du kannst rennen, aber entkommen kannst du nicht. Hab ich einen Bogen? Nein. Du kannst zwar rennen, aber weglaufen wird dir nicht gelingen. Habt ihr gesehen? Direkt am Anfang. Schön zwei Leute zerstoßen. Oh. Und den dritten, der uns auch noch first hitted hat, direkt zum nächsten. Da sind direkt schon zwei. Oh, er hat ein Diamantschwert. Egal. Jetzt erstmal weg hier. Der andere ist nämlich hinter uns. Der andere ist ganz dicht hinter uns. Und bei uns sieht echt nicht so gut aus. Wir müssen abhauen. Da ist noch einer. Jetzt müssen wir gerade ein bisschen auf die Defensive achten. Wie sieht es bei uns aus? Ja, es sieht nicht so mega geil aus. Er ist ziemlich nah bei uns. Aber hinter ihm ist auch jemand. Es könnte jetzt schon soweit sein, dass die beiden sich begegnen. Hey, du Superman, helf mir. Greif den Typ hinter mir an. Ja, jetzt greifen die sich wahrscheinlich an. Ich möchte zu meinem Diamantschwert wechseln. Ja, jetzt kann ich zu meinem Diamantschwert wechseln. Zack. Jetzt wechseln wir noch die Rüstung an. Und jetzt können wir auch uns gerne gegenseitig zerstoßen, mein Freund. So, du hast mich verfolgt. Das war ein Fehler. Der nächste. Das war auch ein Fehler von dir. Ihr begeht viele Fehler heute. Das ist nämlich die Zerstoßungsrunde. So. Okay. So. Okay. Ganz ruhig bleiben jetzt. Hier. Ganz ruhig bleiben. Hey. So. Weg mit dem ganzen Crap hier. Okay. Puhu. Okay. Eisenschuhe. Hätte ich gerne eigentlich, ja. Ein Goldhelm, ja, kann man sich mal gönnen. Und ich würde sagen, weiter geht's. Hier noch Spinnennetze. So, da ist schon der nächste. Hat er unser Diamantschwert wahrscheinlich gesehen. Er ist wahrscheinlich irgendeine Wasserklasse. Nee, ist er nicht. One-Shot. Da warst du down. Guck mal direkt mal, was du dabei hattest so, ne? Oh, Leute. Das ist echt eine Zerstoßungsrunde hier. 75 Blöcke. Es kommt uns jemand bedrohlich nah. 79 Blöcke. Alles okay. Alles okay, sie hier. Alles okay bei uns. Eine Goldhose ist auch immer schick, wenn man sowas tragt. Also kann nicht jeder tragen, ne? Aber man muss immer darauf achten, ob es zu deinen Augen passt. Okay. Also, ich habe es angekündigt und ich habe zerstoßen. So muss es sein, Leute. So muss es sein. Okay. 118 Blöcke. Es leben auch drei Leute. Ich bin jetzt nicht überausgerüstet, aber auch nicht schlecht. Kann man auch nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es könnte deutlich... Da ist ein Verzauberungstisch. Hätte ich jetzt ein Level, das würde mich extrem freuen. Aber habe ich nicht. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns einfach mal jetzt Level. Das kriegen wir nicht so schnell hin, oder? Wir versuchen es. Weil die Gegner sind so weit weg von uns, dass wir uns erstmal jetzt Level holen. Ein verzaubertes Eisenschwert verzaubertes Dierschwert macht halt einiges aus, also deutlich. So. Komm her. So, und da ist unser Level gleich voll. Aber gleich werden wir wieder geportet, wenn wir es verzaubern wollen, so wie ich unser Glück kenne. Und da ist unser Level voll. Jetzt kommt die große Frage, werden wir jetzt geportet? Oder ist der Verzauberungstisch vielleicht schon weg? Es kann alles sein, ist aber... Ist auch so. Ja, Verzauberungstisch ist weg. Okay. Aber wir haben jetzt ein Level, falls wir geportet werden, können wir verzaubern. Wir haben aber nicht genug, um uns noch irgendwas Besseres zu craften jetzt an Rüstung. Okay. Wir geben unser Bestes, Leute. Wir geben unser Bestes, aber unser Bestes ist manchmal nicht gut genug. Okay, wir haben TNT. Wir haben Feuerzeug, wir können das sogar anzünden, das TNT.
Aber es wird uns wahrscheinlich selber sprengen, deswegen, das werden wir nur im absoluten Notfall einsetzen. Okay, und wir gehen jetzt die anderen Leute suchen. Wir gehen sie jetzt suchen. 100 Blöcke entfernt. Okay, jetzt nur noch 6. Oh, da ist einer. Es leckt, er leckt. Er leckt wie ein. Er leckt wie ein Schaufel. Scheiße. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Irgendwo da hinten. Ich würde gerne Enderperle benutzen. Er hat sich gedreht mit uns? Oder kommt jetzt ein neuer? Nee, das ist ein neuer. Ist das ein neuer? Oh, er will auch ein Bogenduell. Ich weiß nicht, ob der andere jetzt in der Nähe ist. So, okay, der ist tot. Wo ist der andere? Wo ist der andere? 100, okay, 130 Blöcke. Das war der gleiche, okay. Okay. Er hat aber auch keine dicke Ausrüstung. Wir haben jetzt auch nicht genug, um irgendwas zu craften. Das ist echt nicht so geil. Okay, aber egal. Fabsi ist unser letzter Gegner. Könnte sein, dass der gut ausgerüstet ist. Könnte sein, dass der nicht gut ausgerüstet ist. Wir wissen einfach nichts über Fabsi. Das ist, finde ich, schade, weil ich... Ich kenne gerne meine Gegner. So. Okay. Gut, Leute. Es war... Wir werden jetzt nochmal schön... Hat uns der Skorpion in dem Sinne jetzt nicht viel gebracht. Da hinten ist er. Haben wir Pfeile? Nee, wir haben keine Pfeile. Dürfen wir aber nicht zeigen, dass wir keine Pfeile haben. Okay, da hinten ist er. Da ist unser Freund. Da hinten ist unser Freund. Wir werden die Enderperlen neben dem Schwert legen. Und den Bogen hier runter. Okay. Hey, mein Freund. Hey. Hey. Alles klar? Alles klar bei dir? Hey. Ja, komm. Komm doch. Am allergeilsten für einen Skorpion wäre es natürlich, wenn wir, wir haben seine Pfeile eingesammelt und schießen ihn damit ab. Am allergeilsten wäre es natürlich, wenn wir ihn in ein Spinnennetz einkerkern. Und dann ihn einmal vergiften, so nach dem Motto. Wir müssen ihn einmal treffen. Er kann dann weglaufen, weil er kriegt dann Gift von uns. Komm. Einmal nur schlagen. Das wird schon reichen, dann ist er nämlich vergiftet. Wir sind Skorpion. Okay, wir haben aber... Er hat auch eine Überrüstung, also ist alles okay. Und er ist vergiftet. Ja, sehr vergiftet. Er ist verzweifelt. Komm her. Ist er verzweifelt? Ich weiß nicht. Nee, er hat nicht so viel Giftschaden bekommen. Ist ja nur kurzer Gifteffekt, aber egal. Oh, er hat Speed. Und tschüss. Okay. War eine saubere Runde. Ich habe gesagt, wir zerstoßen diese Runde und das haben wir auch getan. Da lasse ich das Ungeheuer nicht lumpen hier. Wir haben jetzt dreimal, also zwei Serverabbrüche gehabt und einen Fail, wo ich vergessen habe, einen Kit auszuwählen, weil es einfach direkt losging. Und ja, ich würde sagen, das war die Runde. Wir haben schon wieder das Problem, dass der Server jetzt abschmieren wird, wahrscheinlich. Ich habe schon gedacht, aber wir werden auf den Server gebracht. Alter, was ist denn eigentlich los hier? Aber es sind sehr, sehr viele Leute auch online, das ist halt wahrscheinlich der Punkt. Okay, es sind sehr, sehr viele Leute da. Boah, okay, war auf jeden Fall eine coole Runde. Trotz der anfänglichen Fails. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich eine Bewertung nach oben geben, wie ich so schön sage. Oder einfach einen Daumen nach oben oder eine positive Bewertung, was ihr halt wollt. Und wenn ihr irgendwas zu verbessern habt, wisst ihr Bescheid. In die Kommentare, Verbesserungsvorschläge, Kritik und natürlich auch Lob immer gern gesehen. Wenn es euch auf einfach gefallen hat, könnt ihr auch einfach schreiben, es hat mir gut gefallen. Danke, Simon. Und ich danke euch für eure Unterstützung. Bis später, haut rein. Und schreibt mal eure Meinung zu der Rocket-Sache. Ciao.